FC Bayern war ein Traum, klar, auch für mich. Ja, und manchmal wurde dieser Traum zum Albtraum. Die Brutalität eines Finals, was man in den letzten Minuten verliert. Da fragt man sich schon, hey, ist der Fußballgott ein bisschen auch ein Sadist? Wenn es gut läuft, ist es leicht, sich zu zeigen. Wenn es hart auf hart kommt, dann muss man da sein. Und das ist das, was den FC Bayern immer ausgezeichnet hat. Das, glaube ich, ist diese unheimliche Stärke, wo andere an Niederlagen zerbrechen, der FC Bayern noch stärker wird dadurch. Das Verrückte daran ist ja, bei all diesen Erfolgen der Vergangenheit, bei all diesen Legenden auch, kann diese Mannschaft jetzt noch mal am Erfolg, Erfolg, erfolgreichsten sein. Wenn die Jungs in Doha gewinnen, dann haben die die erfolgreichste Saison aller Zeiten gespielt. Und das ist Wahnsinn. Aber bei aller Professionalität und was alles ja, zum Fußball heute dazugehört, das Wichtigste ist, dass die Jungs einfach locker bleiben.